Also von unserer Promenadensituation, da sind wir reingekommen, indem wir aus der geschlossenen Position einfach unseren Körper geöffnet haben. Dann gehen wir nach vorne. Ich will wieder rückwärts gehen, also halte ich kurz an. Okay, dann rückwärts. Die beste Option, wenn ich anhalte, ist, dass ich einfach ein Point setze. Ein Touch. Das bedeutet, ich belaste den Boden nicht, sondern touche einfach nur drauf. Dadurch hat der Körper jetzt angehalten. Würde ich Gewicht drauf bringen, geht der Körper weiter. Mache ich noch einen Touch, bleibt der Körper hier. Und jetzt kann ich nach hinten gehen. Das ist das, was ihr merkt. Dass mein Körper anhält, dass ich dann einfach rückwärts gehe. Wenn ich wieder nach vorne gehen will, dann nach meinem Rückplatz. Das ist die beste Option. Ich kann Sachen wiederholen. Zum Beispiel hier den Rückplatz. Rhythmusänderung. Trick, 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 trick. Und ich kann auch diesen hier ändern, sondern wiederholen. Auch hier steht ein Repeater. Und dann geht's wieder. Und eine Besonderheit von Repeater, das bedeutet, ich mache den Touch zweimal in dieselbe Richtung. Dadurch machen wir den Repeater jetzt gegeneinander, fühlt sich ein bisschen anders an. Und das ist mal ein guter Test für den Follower, ob der Follower meine Füße beobachtet und in Panik gerät oder einfach das akzeptiert, dass wir mal andere Schritte haben. Wenn ich wieder zweimal auf dieselbe Stelle gehe, dann sind wir wieder normal und ich kann wieder raus.